Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von DVD Monster in Action. Dieses Mal wieder in Auftrag von Toyorama. Wir haben mit Toyorama ja ein Großprojekt gestartet, das Playmobil City House. Jetzt machen wir uns mal ran an die Küchen, diese beiden. Und was wir uns da Lustiges gerade ausgedacht haben, das seht ihr gleich nach dem Einspieler. Und dann geht's auch direkt los mit dem Video. Bis gleich. Da bin ich auch schon wieder. So, Playmobil hat ja 2017 dieses riesengroße Familienhaus von Cityline rausgebracht. Das haben wir schon mal in einem anderen Video, in diesem Video, einmal vorgestellt. Jetzt geht es langsam an die Inneneinrichtung. Ein Teil von der Inneneinrichtung war ja schon dabei, aber es waren noch keine Küchen dabei. Also packen wir jetzt diese beiden Küchen aus. Aber wir machen nicht ein normales Auspackvideo, das wäre ja langweilig, das kann ja jeder. Ich habe Besuch von der lieben Kaffi und mit der Kaffi mache ich dieses Mal eine... Hallo Kaffi. Möchten Sie auf diese Seite? Immer eine dunkle Seite der Macht. Wir machen eine Küchen-Challenge. Wir haben hier zwei Küchen, eine schicke rosane und eine mit Familien in Standardbraun gehalten. Und jetzt machen wir mal eine Küchen-Challenge. Wie ihr wisst, ich bin eigentlich gar nicht so begabt im Aufbauen von so Sachen. Kaffee ja. Aber jetzt wollen wir mal gucken. Jeder kriegt eine Küche. Eine darf sich jeder aussuchen. Und dann schauen wir mal, wer schneller mit seiner Küche fertig ist. Wer zuerst die Einrichtung zusammengebastelt hat, der hat gewonnen. Das kriegst du hin. Also, wir haben hier einmal diese Küche. Beide sind von der City Life Geschichte, die ist von 2000. Oh, wenn man lesen könnte, wäre man klar im Vorteil. 2013 zu 2000. Gucken wir da an die Seite, die andere Seite, Hintenseite, genau. Zu 2017. Das wäre die neuere Version. Das ist die ältere Version. Ziemlich identisch. Der hat, was hattest du gesagt, 202 Teile und der hat 101 Teile. Wobei wir da natürlich sagen müssen, die 102 Teile bezieht sich natürlich viel auf das Zubehör. Hier sind alleine viermal Messer drin. Die brauche auch ich dann ja Gott sei Dank nicht mehr zusammenbauen. Und hier hätten wir, oh, hier steht gar nicht, doch, hier oben. Hier sind auch vier Messer dabei, also Gott sei Dank. Und so weiter und so weiter. Der Hauptteil ist wahrscheinlich relativ schnell aufgebaut. Kaffi. Ja? Welche Küche hätten es denn gerne? Das ist ein bisschen schwierig. Hier ist Familie, passt ja zu mir, aber das ist pink. Pink, das war schon immer deine Traumküche. Damals, ja, als wir uns die Küche gekauft haben für unser Haus, also die richtige, jetzt nicht die, da war die große Entscheidung, welche Farbe nehmen wir. Und Katja wollte eigentlich immer rot haben. Aber ich habe mich dagegen gewehrt, weil ich sage, ich habe immer so weit gedacht, rot, das haut dir, wenn du morgens in die Küche kommst und als erstes eine rote Küche siehst, ohne Kaffee getrunken zu haben. Oh. Sie ist jetzt auch mittlerweile gelb, also gelb geworden dann unterm Strich, aber Katja wünscht sich weiterhin eine rote Küche. Vielleicht wird sie ja irgendwann nochmal renoviert. Wir haben hier neue Ansätze. Wir schauen das mal. Ja, nun ist die Entscheidung. Ich halte mich da mal zurück. Ich soll ja nur basteln. Mir ist das egal, wo ich langsamer bin, bei welcher Küche. Im Übrigen, wenn ihr mal diese coole Tasse seht, oder nicht Tasse, das ist ein altes und da ist ein cooler Deckel von Capvari drauf. Das ist, ich finde den echt gut, weil die kann man so ziemlich auf jedes Glas raufschrauben, was man zufällig zu Hause noch rumstehen hat und alle Gläser dann als Trinkbehältnis für unterwegs nutzen. Das ist eine praktische Geschichte. Kann ich euch empfehlen. Capvari, unbedingt mal vorbeischauen. Du kannst weiter trinken. Danke. Wir waren jetzt bei der Küche. Ja komm, ich bin Familie, ne? Ich krieg die Pinke. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, Andi, auf die Plätze, fertig. Die verliert eh. Keiner kann schneller Küche aufbauen als ich. Auf die Plätze, fertig, los.
labert ja schon mal. Ja, genau, es hat schon mal. Hapert schon wieder beim Aufmachen her. So, und jetzt dürfen wir die Teile nicht vertauschen, denke ich mal. Oh, guck mal. Ich bin schon beim Auspacken gestorben. Ach nee, doch nicht. Ah! Da ist ja keine Anleitung dabei, das ist unfair. Schützen mit der Anleitung. Hast du doch letztens gesagt, du liebst ja keine Anleitung. Ich bin Mann, ich brauche keine Anleitung. Männer brauchen keine Anleitung. Guck mal, den Großteil. Besteck habe ich fertig. Besteck habe ich fertig. Habe ich jetzt gewonnen? Lass mich kurz überlegen. Nein. Aber ich war dicht dran, oder? Ja, ganz knapp. Ja, das ist auch. Denk dran, es zählt nicht nur der Aufbau, die Einrichtung muss auch stimmen. Das gucken wir uns dann nachher nochmal genauer an. Einrichtung? Die Einrichtung, genau. Das muss 100% nach Katalogvorgaben sein. Warte mal, ich. Warum schmeißt du jetzt schon alles runter? Ich wollte hier einen Vorsprung treffen. Ach, das ist aber nicht. Das ist aber auch klar. Okay, das liegen kann man vielleicht machen. Hier haben wir schon mal Dosenaufkleber. Das ist auch Einrichtung. Das sind Salatschüsseln. Hier habe ich ein bisschen was für den Kühlschrank. Das brauche ich. Da kommen die Dosen mit drauf. Das ist auch Kühlschrankdeko alles. Wir schauen mal. Erstes Teil. Spül. Ah. Spül. Männchen habe ich auch fertig. Mensch, bist du schnell. Ja. Da komme ich ja gar nicht hinterher. Das wird doch weggeschmissen hier. Wo schmeißt du das denn weg? Du musst zusammen. Das macht ja auch irgendwie gar keinen Sinn. Ich habe doch gesagt, ich lasse hier einen Vorsprung. Ach so. Hast du noch nicht verstanden, ne? Nee. Was meinst du nachher wieder? Aber das mache ich erst, wenn die Kamera raus ist. Ach, das ist die Spülmaschine. Guck mal, die haben sogar eine Spülmaschine. Die habe ich auch schon. Hast du jetzt eigentlich eine neue Küche oder hast du die neue Küche? Ich habe die neuere. Du hast die neuere? Ich habe hier einen Wasserhahn gefunden. Ist gut. Guck mal, hier ist Wurst. Hast du auch Wurst? Was für Wurst? Und Pizza. Ich habe Pizza. Hier, guck mal, meine Küche hat sogar einen Heckspoiler. Miau! Meine ist schneller als dein. Schneller. Das ist bestimmt hier. Ah, das ist der. Und der Schwank. Zack, zack. Aber mir fehlt die Klappe für die Spülmaschine. Das sieht alles so gleich aus hier teilweise. Das ist doch hier. Hä? Bin ich jetzt? Was ist denn das jetzt hier, Dummer? Du klaust jetzt nicht meine Teile, ne? Ach, wenn ich die bei dir wegnehme, dann habe ich sie doch bei mir schon da. Aber guck mal, dafür habe ich zweimal die Ofenklappe da. Was soll ich denn mit zwei Ofenklappen? Ach so, weil ich zweimal. Ach so, Mikrowelle und Ofen. Ha! Moderne Küche, klar. Aber die Spülmaschine bleibt verschwommen. Kommt vielleicht noch. Der Wasserhahn ist auch noch nicht aufgetaucht bei mir. Nicht? Nee. Das ist natürlich schlecht. Das ist auch nicht meine Teile. Okay. Dann machen wir einfach mal hinten weiter, bei der anderen Seite. Vielleicht löst sich das ein Problem am Ende selbst. Wenn ein Teil über ist, dann ist das ja so. Entweder hat man ein Problem oder das Gerät ist kaputt. Zwei Möglichkeiten. Zumindest schon mal den Ofen zu machen. So. Gut. Sehr praktisch. Hm. Und die Mikrowelle. Oder die zwei Ofen. Konvektor mal. Tada. Ach, ja, das ist, jetzt habe ich mich auch um meinen Heckspoiler schon automatisch gemacht. Auch in Fachkreisen Pommes-Theke genannt. Offenes Kochfeld. Oh, die sind schmeißig mit Eiern. Sind die gekocht oder roh? Das verrate ich dir nicht.
Das merke ich dann. Ja, das merke ich dann später. Danke. Kühlschrank mit Eiswürfel. Alter Verwalter. Das brauche ich ja nicht mehr zu Hause. Lass dir ruhig Zeit, ne? Also du musst dich jetzt nicht beeilen. Ja, ja. Musst du jetzt. Mach dir keinen Stress. Du hast alle Zeit der Welt. So ist gut. Ja, aber wir kommen hier nicht weiter. Aber meine Pizza ist für. Ach, guck mal. Wenn man das Teil richtig rumhält, dann hätte man auch das ganze Teil in der Hand gehabt. Mist, der hat's doch endlich. Pizzablech ist ja auch cool, ja. Was hast du denn für eine Pizza? Ich habe hier Familienpizza mit allem drum und dran. Hier mit Pilzen, bei mir gibt's nur Pepperoni, Salami. Salami könnte das sein. Okay. Das ist doch ein Kuchen, was du da hast, oder? Weiß ich nicht. Ich würde behaupten, das ist ein Kuchen. Die kommt jetzt in die Spülmaschine oder in den Ofen rein? Das müssen wir uns nochmal klären. Ich glaube, passt in die Mikrowelle. Gut. Ja, was ist denn jetzt, eine Spülmaschine oder Mikrowelle? Ofen. Ofenmikrowelle. So, und jetzt haben wir das Bild und danach kann die eingerichtet werden. Theoretisch, zumindest. Theoretisch. Aber ich habe immer noch nicht den Wasserhahn gefunden. Das ist schlecht. Genau. So, dann schauen wir mal, was wir an kleinen Teilen dabei haben. An großen kleinen Teilen. Guck mal hier, schöne Fleischwurst. Heute Abend Jägerschnitzel mit Fleischwurst. Nee, gerade nicht so. Gar nicht so. Einen halben Horn haben wir auch da. Jetzt muss man den Rest raten, weil der Rest ist nicht mehr irgendwie verzeichnet bei mir. Ah, der Wasserhahn. Hallo Wasserhahn, schön, dass du auch kommst. Ja, komm denn toll, ich habe wieder so eine tolle Aufkleber hier noch. Was will ich? Wie viele Dosen habe ich? Mein Ceranfeld ist als so, Aufkleber okay. Enttarnt. Ja, du hast Ceranfeld. Ich habe hier noch die guten alten Platten, glaube ich, hier, ne? Zwar kein Gas, aber... Du hast weniger Aufkleber, das heißt, du bist im Vorteil. Mein Vorteil ist auch ab und zu ein Nachteil. So, Ketchup. Ketchup. Noch besser ist ja nur Suppe. Sag Suppe. Es heißt Suppe. Suppe. Ketchup. So, den Ketchup haben wir hier. Dann gibt das ein bisschen Apfelsaft für die Kinder. Aber ich habe doch gar keine Kinder dabei. Was stimmt denn hier bei mir nicht? Nee, hier habe ich ja die Kinder. Ich habe Apfelsaft für dich. Aber du hast ein Kind da, ne? Ich habe ein Kind da, ne? Apfelsaft. Den haben wir ein paar Dösen. Ach so, auf den. Backutensilien. Seit wann backst du denn? Letztens habe ich was gebacken. Das fandest du sogar lecker. Was war das? Dieser Mikrowellenkuchen ohne Ei oder was war das? Hat sogar funktioniert irgendwie. Also einmal zumindest, beim zweiten Mal nicht mehr. Erstmal funktioniert. Das war schon eher Zufall. Ja, ich kann nicht backen. Einmal im Jahr versuche ich es. Ab und zu hat es mal funktioniert. Wir haben festgestellt, seitdem ich aufgehört habe zu backen und eher Torten mache, dem läuft es ein bisschen besser. Man kann die Sachen zumindest essen mittlerweile. Wir sind soweit. Wir sind am essbaren Bereich angekommen. In 20 Jahren vielleicht habe ich dann sogar das erste Mal was Leckeres. Noch mehr. So, was haben wir denn hier? Wo kommen denn jetzt die Erdbeeren drauf? Erdbeeren? Wahrscheinlich. 4, 5, 3. So dry. Na gut, dann machen wir weiter. Vielleicht klärt sich auch das am Ende noch. Da auf den kommt das drauf. Auf den kommt das drauf. Guck mal, ich habe dafür pinkes Geschirr. Cool. Ich habe orange. Ich habe das IKEA-Geschirr.
Cool, hier so eine Dose mit Fisch, das ist ja auch geil. Ne? Die habe ich auch. Habe ich sogar zwei. Mhm. So, was haben wir? Makrele ist dort. Dort ist lecker Makrele, du. So, das. Oh, guck mal, ich habe eine Espresso-Maschine. Espresso? Ja, so ein Siebträger, so ein Siebtriebsäter-Täter. Ein Triebsäter-Maschine. Fisch haben wir auch. So, das haben wir, das ist hier der Blender. Die sind praktisch. Kennt ihr auf YouTube die Blender-Videos, wo die Leute alles Mögliche in so einen Mixer oder Blender reinschmeißen? Da passt einiges rein. Eimer. Da ist ein Eimer. Hier ist eine andere Eimer. Haben wir, oh, ich habe sogar einen Toaster dabei. Das ist ja cool. Ich habe Toastbrot. Toaster! Das sieht man auch so richtig gut. Ne? Habe ich auch einen Toaster, siehst du? Wir nehmen euch nachher, wenn wir fertig sind, noch mal ein bisschen mit in die Nähe von der ganzen Geschichte. So, ich habe aber kein... Da ist mein Toastbrot. Toastbrot gefunden. Pfanne. Nicht über den Kopf hauen. Nicht schon wieder. Warte, ich muss erst die Spiegelei reinholen. Danke. So. Toastbrot haben wir auch. Pfanne mit Ei. Habe ich. Ach so, falsch. Dann sollte das Toastbrot auch richtig rummachen. Toastbrot. Den Toaster richtig auf den Hand stellen. Zwei Hälften. Dann haben wir noch Nudelholz. Ich habe ein Nudelholz. Hast du auch ein Nudelholz? Nee, ich habe hier gerade keine Backutensilien. Okay. Du hast die Backküche. Ich habe nur einen Kochtopf und eine. Da seht ihr mal, wie unterschiedlich die Küchen dann über die Jahre gestaltet wurden. Wenn ihr jetzt also eine Backküche haben wollt, müsst ihr euch eine ganz andere kaufen, als wenn ihr eine Familienküche haben wollt. Hm. Kannst du gerade drehen hier. Guck mal, ich habe eine Obstschale dafür. Mit Apfel. Apfel habe ich auch, mit Flaschen. Baby? So, das, Baby das, das, hat das, 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 das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir. So, das war's jetzt. Baby hat Hunger. Dann kann ich ja wieder Paprika machen. Kann ich die hier in den Topf reinschmeißen? Kann ich aufs Tablett runter? Und den Ofen schieben. Ah, jetzt die Spülmaschine. Nicht in die Spülmaschine schieben. Oh, mein du, Papa. Da ist die Pizza. Passt das da rein? Passt das da rein? Guck mal, der Maxi Kosi steht auch schon mal. Okay. Oh, hier ist noch Salat. Salat. Genau, so jetzt. Ist heute wieder Salat-Tag. Nee, Salat gab es erst letzte Woche. Ich weiß gar nicht, was heute gibt. Das war's. Ditte habe ich hier noch. Tja, bist du noch nicht fertig. Was ist Ditte? Das gehört bestimmt hier in den Kühlschrank rein oder so. Ne? Da unten in die Tür, ja, da soll doch noch jemand drauf kommen. Wusste ich gleich, Garantiert für die Eier sind so. So, dann haben wir hier noch den Mixer. Ja, ja. So, wie sind die? Die Kisten kann ich mir auch so gut durch hinstellen. Nein. Nein, um den bestimmten Ort. Alles im bestimmten Ort. Da muss ich ja doch auf eine Anleitung gucken. Ah, das sind die Besteckkisten, die kommen in die Schubladen. Ja, siehst du? Sag die hab ich. So, gut, dann gehen wir jetzt in die Richtung. In die Richtung. Ach, Einrichtung. In die Richtung, Einrichtung. Ich klebe noch ein bisschen. Ich sage, ich habe mehr Aufkleber als er, das ist unfair. Passt aber gar nicht alles rein, das Besteck. Tja, das ist wohl Gedanken machen. Ich brauche eine andere Küche. Kann ich deine haben, bitte? Die ist noch nicht ganz fertig. Ich muss noch Dosen bekleben. Guck mal, ich habe Würstchen. Toll. Ich habe eine Dose Würstchen dabei. Aber das passt gar nicht rein. Liebes Playmobil, was habt ihr euch denn da ausgedacht? Wenn ich die reinkriege. Das ist eine Sache für sich. Ja. Was soll ich denn hier? Fünf. Orangensaft gibt es bei mir. So. Der Topf soll da stehen, das soll da stehen, der Toaster soll hier stehen. Der Blender, ich muss das mal so ein bisschen versorgen. Ich stelle das mal so ein bisschen, dass man das so sehen kann. So. Mann. Also das ist jetzt seitenverkehrt, aber so kann man es, glaube ich, besser sehen. Nee, ich stelle das doch so richtig an. So, das ist hier das Ding.
das soll dahin. Tja. Na toll. Moment. Ah. Da kriegst du jetzt gerade Vorsprung ohne Ende. Das dauert jetzt ewig, bis ich das wieder überholt, ja? Das ist praktisch. Ja. So, Aufkleber geschafft. So, dann einrichten. Okay. So. Küche. So. Blender soll dahin. Salat soll dahin. Da sollen die Apfelzins rein. So, die Stühle sollen an den Pommes kriegen. Mein Salat ist weg. Da ist mein Salat. Der Herr soll ein Toast und eine Kaffeetasse machen. Kaffeetasse, einmal zu mir. So. Ich decke jetzt aber nicht den Tisch. Hier soll ich ja nach dem Tisch decken. Was soll denn das? Hast du das so? Ja, ich soll hier den Tisch decken. Hallo? Okay. Warum soll ich jetzt hier den Tisch decken? Ich muss ja auch ein bisschen Tisch decken. Vielleicht ganz zu viel. Ich dachte, du machst das einfach. So, dann kommen wir in die große. So, diese Salatschüssel auf jeden Fall. Den Rest. Was ist hier noch drin? Ich kann es wieder kein tun. Hier sollen auf jeden Ich habe sogar den Abwasch gemacht. Mensch, da. Das in der kurzen Zeit. Und da Spülmaschine. Pizza in den Ofen ist richtig. Kühlschrank, Wurst, Eier. Wo ist denn meine Kanne hin? Ja, siehst du, dann müssen wir alles unterbringen oder nur die Sachen, die auch auf der Anleitung zu erkennen sind? Ja, alles natürlich. Alles, keine halben Sachen hier. Was war noch nicht lieb, aber... Oh, der Fisch hat die Eier weggeworfen. So, jetzt darf ich den Tisch decken. Jetzt wird's lustig. So, die Wurst. Bleib mal nicht mal stehen hier. Wackel mal nicht so am Tisch. Kicke. Ja, du? Dann bleiben wenigstens meine Sachen auch mal stehen. Ja, das ist Sabotage. Ja, toll. Du willst doch nur gewinnen. Nein, niemals. So, der Kühlschrank soll dann zum Dinger noch das Wasser ablocken. Kühlschrank soll hier ungefähr hin. Oh Gott, da ist mein Blut. Da ist mein Blut. Ich glaube, du legst so eine Pinzette. Was willst du denn damit? Die Teller. Das ist aber unterschiedliche Teller. Ich bin mal der Beste. Große und kleine. Können wir gleich noch ein Stück probieren lassen. So, der kommt da hin. Du hast eine Kaffeetasse in der Hand. Nee, bitte. So, wo sind meine Stühle da? Wo ist mein Baby? Ist schon weggelaufen. Das hat schon keine Lust mehr. So, Motto. Oh, der hat einen Teller in der Hand. So. Und einen Löffel. Achso, mein Besteck ist nicht da. Ich habe hier noch einen Deckel. Achso, da ist das Glas. Jetzt haben wir das Glas gefunden. Für die Marmelade? Ja, aber da ist diesmal gar kein Aufkleber. Oh, Sabotage! So. Halben Horn habe ich noch. Was für ein halben Horn? Wahrscheinlich muss ich noch essen. Oder hast du den Kühlschrank verbraucht? Ah, fast noch den Kühlschrank. Morgen gibt es halben Horn. Oder das war schon ganzer Horn. Oder war es der Broiler? Die anderen Gläser. Ja, gut,
vergessen, irgendwas falsch zu machen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier haben wir natürlich noch eine Flasche über, die jetzt nicht dringend irgendwo vermerkt ist. Post. Fertig. Rico. Echt? Ja. Naja, gut, das war jetzt hier eine Sekundengeschichte, ne? Das ist ja. Achso, jetzt habe ich die Anleitung weg. Und das ist natürlich auch sinnig gerade. Zack. Oh. Sabotage. Irgendwann kaufe ich mir noch so eine Pinzette. Wie ihr seht, also unterm Strich ist das Ganze relativ schnell zusammengebastelt. 15 Minuten ungefähr geschätzt. Ich habe das hier nicht abgehauen. Hast du jetzt so rumgedreht oder so rumgedreht? Ich habe es einfach hingestellt. Achso. Gut, ich stelle das mal so hin, dass man das gleich einmal sehen kann ungefähr. Das heißt, ich komme mal kurz. Geh mal rum. Ich geh mal rum. Da, jetzt muss ich da hin, da. Einmal seitenverkehrt sozusagen. Dann immer vorsichtig drehen. Hans Günther hier hin. Den Toastbrot Hans dahin. So. Und jetzt. Gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen aus der Nähe an. Moment. Der Kameramann ist unterwegs. So, das ist Küche Nummer 1. Ungefähr wie beim Bild ausgerichtet. Wir haben hier den offenen Backofen, die schönen Stühle, den Toastbrot Hans. Nee, das andere ist noch im Toaster, er hat nur Bock auf eins. Das war meine Küche. Und jetzt schauen wir uns auch um. Also, ja gut, aber im Vergleich hast du da schon. Max, gibst du mir die Anleitung auf? Also auch hier könnt ihr sehen, auch Katja hat nach Anleitung gearbeitet. Alles soweit eingerichtet. Die Familie sitzt am Tisch, hat's gemütlich. Sehr schön gemacht. Unterm Strich beide Küchen wirklich schön. Die von Katja hat, obwohl sie ja nur ein Teil theoretisch mehr hatte, sieht sie voluminöser aus mit mehr Zubehör. Meine ist, okay, ich habe natürlich viele Sachen in die Schränke gepackt, aber meine sieht auch vom ganzen Aufbau kleiner her aus. Obwohl das offene Kochfeld ja schon cool ist. Wo hast du dein Herd? Ach, du hast dein Herd. Genau, du hast ihn da. Genau. Ich habe da dafür diese zwei offenen. Ja, beide unterm Strich sehr cool. Wie gesagt, ich habe aber das Gefühl, auch wenn wir da nur. So, jetzt wieder Kameramann, mal deine Kamera zurück. Kameramann ist mein Stativ. Ich habe aber das Gefühl, dass Katjas Küche größer ist. Auch wenn es einem nur so vorkommt und man ja unterm Strich merkt, okay, nein, sie ist nicht größer, es ist gerade mal ein Teil mehr. Das eine Teil ist das Kind. Da fragt man sich echt schon, wo ist der Rest hin von den ein Teil mehr? Es sieht voluminöser aus. Beides tolle Küchen. Es war ein gutes Unentschieden, würde ich mal sagen. Also wir haben da keinen Gewinner. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wenn ihr das Video von dem Haus nochmal sehen wolltet, schaltet mal in dieses Video rein. Da bauen wir das komplette Haus zusammen. Das Ganze
könnt ihr jetzt noch auf unserem DVD-Monster in Action, beziehungsweise auf unserem DVD-Monster, beziehungsweise den Teurama-Kanal auf Instagram weiterverfolgen. Da richten wir die Küchen dann nochmal ein bisschen im Haus ein. Und dann hoffe ich, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Das nächste ist dann wieder kein Teurama-Video. Aber ich kann euch jetzt schon versprechen, das nächste Teurama-Video von unserem Großprojekt kommt definitiv. Wahrscheinlich Mitte, Ende März, Anfang April, so um den Dreh, machen wir mit dem Großprojekt weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, Abend, was auch immer ihr macht. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Dirk und Katja. Ciao, ciao.